Der Kanzler der Einheit ist tot. Helmut Kohl soll am Morgen um kurz nach neun in seinem Haus in Ludwigshafen friedlich eingeschlafen sein. Bei ihm war seine Frau Maike Kohl-Richter. Angela Merkel erreicht die Nachricht beim Auslandsbesuch in Rom. Mich erfüllt diese Nachricht mit tiefer Trauer. Meine Gedanken sind zuallererst bei Helmut Kohls Frau Maike, der ich eben telefonisch meine Anteilnahme übermittelt habe. Ehrenbürger Europas. Diesen Titel haben ihm die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union verliehen. Und Kanzler der Einheit. So sehen ihn Millionen von Deutschen und das bleibt er in den Geschichtsbüchern und in unserer Erinnerung. Kohl war seit seinem Sturz vor rund 10 Jahren schwer krank und saß im Rollstuhl. Zuletzt hatte sich sein Gesundheitszustand stark verschlechtert. Er kämpfte und wurde 87 Jahre alt. Sein Tod bestürzt auch den Bundespräsidenten. Helmut Kohl war ein Ausnahmepolitiker und ein Glücksfall für die deutsche Geschichte. Das Ziel für unser Land, die Einheit in Freiheit zu erlangen, verfolgte er genauso beharrlich wie den Bau des Hauses Europa. Die Nachricht vom Tode des Altkanzlers legt den Wahlkampf in Berlin mit einem Schlag still. Auch die SPD würdigt Kohls Verdienste. Helmut Kohl war ein Mann, der auch im Lichte seiner eigenen Lebensgeschichte sich dazu entschieden hatte, dass es ein europäisches Deutschland sein sollte, das nach dem Fall der Mauer seine Einheit wiederfand. Mit der FDP hat Kohl lange Jahre regiert, entsprechend groß die Trauer der Liberalen. Mit Helmut Kohl verliert unser Land den Kanzler der Einheit, einen leidenschaftlichen Europäer und einen großen Staatsmann. Wir Freie Demokraten haben mit ihm 16 Jahre gut zusammengearbeitet in Regierungsverantwortung, weshalb wir ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Auch auf dem Parteitag der Grünen sorgt die Nachricht für Betroffenheit. Und bei allem Streit, den wir mit Helmut Kohl und seiner Partei immer hatten, aber in einer Frage haben wir uns immer in großer Achtung verneigt vor Helmut Kohl und seinem Lebenswerk. Und das ist, er war ein großer Europäer. Ein großer Europäer ist von uns gegangen. Ex-SPD-Chef Oskar Lafontaine zieht den Hut vor Kohls Lebensleistung. Seine Verdienste um die deutsche Einheit sind unbestritten, wenn wir auch in wirtschaftlichen Fragen erhebliche Unterschiede hatten. Auf jeden Fall verneige ich mich vor dieser Lebensleistung und meine Gedanken sind bei seinen Angehörigen und seinen Freunden. Obwohl Helmut Kohl sich in seiner politischen Karriere nicht nur Freunde gemacht hat, verneigt sich das gesamte politische Berlin vor ihm. Ein Beleg dafür, wie groß sein politisches Vermächtnis ist.